Herzlich willkommen auf dem Schamanen-Kanal. Hier wird ein Video gezeigt über Gottich 3. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Lange Rede, kurzes Schwert, jetzt gibt es volles Pfund Gottich 3. Ja, und herzlich willkommen zu Gothic 3 mit Mega Mods für Innos. So, also ich würde sagen, wir sehen es in Geldern und dann mal die Stadt zu etwas erobern. Na dann, los geht's. Das werden wir nicht machen. So. Jetzt gehen wir zum obersten Schamane und dann jetzt mit den Quatschen. Der wird nicht erfreut sein. Hey, Reisender! Ich bekomme seit langem keine Artefaktlieferungen mehr von Wack. Was ist da los? Trelis ist gefallen und etwas versperrt. Was? Ich werde sofort einen Trupp losschicken, der da wieder für Ordnung sorgt. Es gibt schlechte Nachrichten. Ich bin nicht mehr bereit, ein Risiko einzugehen. Alle verdächtigen Moras werden getötet. Der Kampf wird nicht lange dauern. Zack, zack, zack. Alter, wie viel Tank hat denn der? Shit. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Alter. Also, der Dämon, da ist er völlig krank. Alter, was ist denn das für ein Gemetzel, ey? Die scheiß Typen hier. Aber die zerstören uns ja nicht, ja? Hauptsache, der Dämon bleibt dort, wo er ist. So, weiter geht's. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Wir müssen helfen, wir müssen helfen. Wir müssen helfen, wir müssen helfen. Scheiße. Saufen. Und Sechse. Weg damit. Weiter geht's. Komm, 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 komm. Wir müssen hier vor. Weiter geht's, weiter geht's. Zack. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Zack, zack. Weg damit. Ja, okay. So, wir laufen jetzt mal hier hinter. Müssen wir hier hinten wahrscheinlich bitte helfen. Ja. Wir müssen hier hinten helfen. Scheiße. Mit Zwergen aus nicht mit mir anlegen sollen. Alter, Geldern ist befreit. Oh, ecke Metzel. Auf jeden Fall gehen wir noch mal kurz beim Chef dort rein. Erstmal looten. Nimm mal hier. Hier gibt es bestimmt Unmengen. Oh, Waffenbündel, das wüsste ich gar nicht. Okay. Hier gibt es ganz viel zu ludeln. Nudeln. Hier gibt es ganz viel zu ludeln. Ja, wir sind ja fertig mit Klicken. Das ist der Wahnsinn. Bis hier alles genudelt hast. Okay. Ja, wie gesagt, die Schamanen, die machen dann keinen Schaden mehr, weil du die ja einfach easy going wegmetzelst. Geh doch mal weg.
Karte der Ork-Ausgrabungen. Okay. Habe ich nicht gelesen damals, okay. Hier steht was über Alchemie. Okay. Schöne Äpfel. Na. Es ist eigentlich nur noch Loot in der Folge. Zack, 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 zack. Viel, 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 mega viel Gold. Ja, und wir sind jetzt gerade dabei, dass die Orks eben sehr misstrauisch gegenüber uns sind. Und alle Moras werden getötet, quasi. Ja. Kann ich irgendwie verstehen. Das habe ich auch nicht gelesen. Hier steht was über Alchemie. Ja, weil da immer so ein scheiß Schamane dabei war. Dämon Essenz, Klingenstab erhalten. Okay. Hier steht was über Alchemie. Flaschen. Hier hinten irgendwas. Ne, hier hinten ist nichts. Ja, Geldern ist auch sehr viel zum Looten, ne? Also, das muss man einfach so sagen. Unmengen an Looten. Ja. Wenn ihr das alles seht, ja, das ist der Wahnsinn, was es ja zum Looten gibt. Das ist so viel. Ich darf halt, wie gesagt, mit dem Feuermagier noch reden. Hier steht was über Alchemie. Der mir dann alles versaut, weil ich dann nichts mehr looten kann. Mein Möhre Scavenger Eye Schatulle. Aber es liegt überall was drauf, ne? Also das muss man einfach sagen. Und es wird alles mitgenommen. Alles. Ich bin da halt bitte. Hab da eine kleine Macke, was das angeht. Hier steht was über Alchemie. Weil mein großes Ziel ist ja eigentlich trotzdem noch nach Ishtar zu kommen. Irgendwie. So, jetzt gehen wir hier runter. Ist ja alles offen. Ja, Haufen Gold. Haufen Gold. Bum, 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 bum. Ein Langschwert war es. Aber wenn du das alles klaust, dann hast du ein Riesenproblem. Oh, schade. Auch verstorben. Ja, also wie ihr seht, es ist Unmengen an Krempel hier. Der Alchemist ist auch nicht mal da. Der auch eine schöne Macke hat. Oh Mann, ich glaube, man kann die Quest auch mit den Waldläufern machen, wenn man genug Erfahrungspunkte hat. Kann ich mich da ganz schwer dran erinnern. So, das haben wir auch. Waffenbündel, krass. Da
es ist alles oben, denke ich. Wir machen erstmal unten alles. Musik weg. Wahnsinn, hä, Leute? Was sagt ihr dazu? Geldern finde ich eine sehr schöne Stadt, also mir gefällt die sehr. Mit allen ringsherum, also mir gefällt die Stadt allgemein sehr. So, jetzt kommen wir in die Schatzkammer rein. Genau, das ist die Schatzkammer von Geldern. Und das finde ich eben cool in Geldern, dass der ganze Schatz von den Orks meistens hier drin ist. Und ihr seht ja, das ist der Wahnsinn. Ich hätte natürlich auch einfach mal die Mod installieren können. Flash and Loot. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Nächstes Häusl. Wer ist der Babu? Das ist halt nur Geklicke hier, ne? Wie gesagt, ich hätte da einfach mal meine Flaschen-Loot-Mod nehmen können und hätte mir einfach im Umkreis von so und so 4 Metern Ruhe. Aber wenn man sieht, wie viel Gold hier überall versteckt ist, ne? Das ist, was man so nie findet. Das ist schon viel. Sagen wir jetzt Ruhe, ja. Ist schon eine ganze Menge, was hier rumliegt. Wein. Das ist schon krass. Ja, da nichts dagegen. Nur weil die jetzt gerade im Stuff sind, kannst du jetzt machen, was du willst. Dann tun dir nichts. Solange wie du die jetzt hier ansprichst, ist alles gut. Hier steht was über Alchemie. Mhm. Als Alchemiepunkte habe ich ja jetzt ja eine ganze Menge gelootet. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, wie gesagt, solange wie du jetzt mit dem Feuermarker nicht sprichst, ist alles gut. Da tun dir ja auch nichts. Was habe ich denn hier schon wieder vergessen? Okay, noch ein bisschen Gold. Ach ne, eine große Flasche. Ja, jetzt müssen wir nochmal hier hoch. Aha. Ist ja der Wahnsinn. Du hast ja gar nichts. Achso, nur eine Schulde. Nichts dagegen. Noch hat er nichts dagegen. Erst wenn du wirklich so weit bist, dann hat er was dagegen. Schon ganz schön viel Müll, was man hier alles aufsammeln muss, ne? Also, aber wie gesagt, es wäre mal halt zu schade, wenn ich jetzt einfach hier absegne und wir haben nicht alles erreicht. Und das will ich eigentlich schon machen. Und, die Arzten sind auch da. Fisch. Wir brauchen Fisch überall. Hm. Viele Sklaven tot. Ich weiß gar nicht, ob die Quest kam hier. Wolfshülle gestorben, weil wie gesagt, das habe ich ja nie erreicht. Weil ging nicht. Ich habe den einen Sklaven nicht gefunden.
Apfel versenkt. Ja, aber auch noch mal ein bisschen was. Die Sklaven sind halt wie immer fröhlich am Werkeln. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen langweilig für euch. Versteht das auch. Ich hatte da jetzt auch nicht viel Lust zuzugucken. Aber was soll's, das ist nun mal so, wie es ist. Das gibt das Spiel vor. Und dann sollen wir eben beluden und belaufen, ne, weil du die Städte halt befreit hast. Ja. So. Alles legitim. Es ist nun mal so. Im normalen Run würde man das auch genauso machen. Einfach nur, um zu sehen, was es nicht alles gibt. Ne? Jetzt natürlich sieht man das alles noch viel besser, ne? So, was hier alles für Schätze rumliegen, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, also im nächsten Run werde ich auf jeden Fall Flash and Quick Loot machen, weil es ist einfach nur Sackgang, alles anzuklicken. Das ist nicht schön, mir gefällt das auch nicht. Ach komm, scheiß drauf, wir machen hier lang. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Hier gibt's noch übelst viel, Leute. Oh, ey, es gibt jede Menge Scheiß an jeder Ecke. Was machst du? Vielleicht gar nicht sieht. Meins, 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 meins. So. Hier machen wir auch noch genug. Ja, wenn wir damit fertig sind, irgendwann mal. Sind bloß Münzen. Das sind Scheiße. Ja, und dann mal gucken, wie viel Gold wir jetzt hier haben. Nach Trinis und Geldern. Ja, gut, also hier hinten kommen wir nicht weiter. So. Mal wieder was vergessen. Ach, da ist noch hinter der Tür, ey. Und kein Schwein drauf, ey. Braunes Fleisch. Na, es gibt unzählige Rotz hier, was es noch gibt. Da ist auch noch meine Waffe hier dran. Das an der Wand. Hm, ja, ja, das vergisst man gerne. Hallo, ich will die Axt haben. Danke. So, ich wollte sagen, einen Scheiß drauf. Wir haben jetzt zu viel. Was haben wir jetzt an Gold? Boah, 94.000. Das ist der Wahnsinn. Also was man hier alles erreichen kann, Wahnsinn. So. Marius, wir müssen mal reden. Geldern ist befreit. Gelobt sei Innos. Dank unserem großen Befreier. Möge dir dies auf deinen Wegen nützen. Leb wohl und komm nie vom rechten Weg ab. Das ist eigentlich schon krass, ne? Du tust ganz Geldern befreien und dann 1000 Erfahrungen. Das gibt es manchmal nur, wenn du irgendwie Fleisch verkaufst. Okay. Wir haben Geldern befreit. Stein der Elemente. Ah, da gibt es eigentlich nur eine. Kleines Erfahrungsbuch. Lecker. Haben wir natürlich auch noch Hunax-Haus. Und dann können wir das ja nochmal schön berichten, dass wir das ja alles erledigt haben. Und dann müssen wir natürlich hier bis hier runterlaufen, was für einen Teleportstein eigentlich sinnlos ist. Weil
Hinten ist da, genau. Da hat so ein ganz komisches Bumsi-Ding hier hinten. Hi, moin. Gut gemacht. Ich hasse die Viecher. Ja, ich auch. Deswegen Schlitz, Schlitz. Runak. Hello, boy. So. Danke, Fremder. Mit dem Fall Geldans wird endlich wieder Ruhe in den Wald eingehen. Hier. Warte ein oder zwei Minuten. Ich werde gleich versuchen, das alles zusammenzufassen. Das ist hier. Das ist da. Füge etwas magisches Pulver hinzu. Dies würde auch nicht schaden, hinzuzufügen. Es scheint das alles... nicht vergessen. Oh ja, das reicht immer noch nicht aus. Jetzt mal sehen. Hier, nimm meinen Stein, Entscheider. Gunok, der Anführer des südlichen Druidensuchtrupps, ist tot. Das sind gute Nachrichten. Adanos ist mit dir. Hier, nimm meinen Druidenstein. Er soll dir den Weg zu Adanos weisen, Entscheider. Zeig mir deine Ware. Habe ich jetzt nicht alle Druidensteine in der Hand? Warum? Ich mache erstmal Pause. Halt die Fresse. Okay. Hunerts Lager, das haben wir jetzt hier. Fangsburg, vielleicht nicht ganz so gut, wenn wir da hingehen. Da können wir nochmal hingehen. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Eben. So, mal mit dem Quatsch und Bock an. So heile meine Wunden. Adanos. Geil. Okay. Ich denke darüber nach. Ich habe euren Anwärter nicht gefunden. Hast du auch wirklich gesucht? Ja, verdammt. Ich habe den ganzen See von Silden nach ihm abgesucht. Ich habe so ziemlich jedes Vieh dort getötet. Wenn du mich fragst, ist er einfach abgehauen. Und da ich ihn von früher kenne, sei ehrlich. Du wirst ihn auch nicht sonderlich vermissen. Wie auch immer. Du hast für uns nach ihm gesucht, das soll mir reichen. Danke. Dafür sollst du den Druidenstein des Warans auch behalten. Vielleicht benötigst du ihn noch. Verstehe. Okay, da meint nämlich Matt, da hat er ja keinen Bock drauf. Und da können wir jetzt nochmal zum Runak gehen nochmal. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Druidensteine. Rein theoretisch müssten wir alle haben. Oder haben wir den in den Kloster gegeben? Das wäre taktisch natürlich total dämlich von mir. Ich verstehe auch nicht, warum Runaks Haus den Teleport so weit weg machen muss. Ich schaffe es einfach. Aber es kann natürlich sein, dass... Nee, ich habe den abgegeben. Da können wir eben dieses Amulett nicht machen, ne? Was wir hier haben. Amulett. Bringen die Sklaven, ja, verräterische Verfolger. Beton wird bezahlen, wenn die Verräter fänger und Täter mit mir eine Suche nach den Höfen aus Tredis. Formon Abbas aus Riordian. Oh, was ist das? Oh, ein Wolf. Elendes Drecksvieh! Das ist auch gut. So. Nochmal zurück zum Geschehen. Verräterischer Verfolger. Da Geschichte ein Eichedim nicht aufgetaucht. Jetzt habe ich keine Ahnung, suchen soll. Ich muss die ganze Wüste abklappern und jemanden in Nordmagen. Achso, das ist der Typ. Alles klar. Ja, besonders eifriger Sklave, ja. Ja.
Das ist natürlich das Riesending. Ach ja, Silden haben wir ja auch noch. Ah, da könnten wir. Ja, das, da könnten wir zu Anok, ne? Anoks Camp. Gehen wir mal zu denen. Anok? Anok? Wo ist denn der? Wo ist denn der Anok? Nee, hier geht's. Nee, ist falsch. Na klar, hier unten ist der. Alles. Anok. Wir müssen mal reden. Nordmar hat die Orks aus ihrem Land vertrieben. Meine Späher haben schon lange keine Orks mehr auf dem Pass gesehen. Vielleicht hast du recht. Willst du weiterhin bequem hier sitzen, während dein Bruder versucht, Silden auf eigene Faust zu befreien? Nordmar ist befreit, ihr braucht die orkischen Vorräte nicht mehr abzufangen. Also gut, ich gebe dir ein paar von meinen Männern. Doch ich werde hier bleiben. Ich werde dieses Lager nicht unbeaufsichtigt lassen. Okay, steckt da jetzt irgendwelche Typen jetzt hier irgendwie hin? Oder wie sind Zeig mir deine Ware. Ja, Hör bloß auf mit mein lieber Anok. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Das war jetzt keiner. Am besten du hältst dich da raus. Los? Ach, hier ist der Los. Hier chill darum. Wenn er okay. So weitermacht, wird das nie was. Tja, da ja, haben wir ein Matches Problem. Achso, bevor wir es vergessen nach der Folge, wir müssen nochmal nach Trillis, weil hier unser oberster Ork-Schamane hat sich ja gedacht, wir schicken noch ein paar. Ich werde dich zerschmettern! Halt die Klappe! Dem hast du es gezeigt! So, rein. Zack. Zack. Ich lass ihn dann auf der So, weiter geht's. Komm. Das ist so geil, dass er seine Magie benutzt. Ich hab's noch nicht verlernt. So, jetzt geht's normal im Leben wieder weiter. Ja. Okay. Hör auf mit der Scheiße. Möglich ist alles. Auf alle Fälle. Ja, ein paar Bauern hat er getötet. Naja, gut, was soll jetzt. Ja, ein bisschen Verlust ist hier mit drin, wa? Oh ne, das hab ich schon damals geklaut, deswegen. So, okay. ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ganz kurz nach. Ich weiß nicht, ob das reicht wegen den Schmieden. Ah ne, das wird nicht reichen wegen den Schmieden. Nee, das wird nicht reichen. Wir werden jetzt mal noch Silden machen. So. Und da beginnt die neue Folge. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen über Gurtig 3. Lasst einen Kommentar da und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wieder hören. Lasst ein Abo da, wenn ihr auch Fan seid von Gurtig. Für den auch. Vielen Dank und alles wird gut.